Westen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten. '39 war ich 19, 20 Jahre alt. Und ich weiß, ich saß am Radio und sagte, oh, was passiert jetzt? Krieg gibt es. Oh, und mein Vater hat mich bitterböse regelrecht angefahren und hat gesagt, du hast keine Ahnung, was Krieg bedeutet. Und ich war nur sensationsflüstern und dachte, nun passiert endlich mal was. Die Kriegserklärung 39 hatte einen wahnsinnigen Effekt, nämlich meine beiden Eltern traten aus der Nationalsozialistischen Partei aus, weil sie sich überhaupt darüber mokierten, wie jemand einen Krieg anfangen konnte. Sie hatten ja, beide Eltern hatten ja nun den Krieg 1418 zwar in der Heimat erlebt, aber die Schrecken des Krieges waren natürlich nicht unbekannt geblieben. Und von diesem Gesichtspunkt aus war es für sowohl meinen Vater als auch für meine Mutter eine undenkbare Begebenheit, sich in einen Krieg hinein verwickeln zu lassen. Beide traten aus der Partei aus, was eigentlich gleichbedeutend mit Selbstmord war. Sie wurden beide unbehelligt gelassen, ich nehme an, wegen ihrer Verdienste. Warum, kann man wirklich nicht sagen, aber es war wirklich, es grenzte an Selbstmord. Wir haben nie geglaubt, von Anfang an nicht geglaubt, dass wir diesen Krieg gewinnen können. Fanden es verbrecherisch, den anzufangen überhaupt. Als der Krieg begann und der Polenzug, der Feldzug zügig Fortschritt und Erfolge waren, da haben wir natürlich auch die Fliegerlieder damit gesungen und rot scheint die Sonne fertig gemacht. Wer weiß, ob sie morgen für uns auch noch lacht. Werft an die Maschinen, schiebt Vollgas hinein. Startet los, liege hoch, heute gehe zum Feind und so haben wir alles begeistert mitgesungen, diese Lieder. Und haben sogar auch in der Schule, und ich war ja auch von der Schule aus in einem Heim. Das war ein Kinderheim, aber für Schulpflichtige schon. Und da haben wir dann Schularbeiten gemacht und da haben wir auch eine Landkarte gemacht mit Fähnchen, wie weit denn die deutschen Truppen. Das ging bis zum, über den Frankreichfeldzug, bis zum Angriff in Russland. Wir waren als Jugendliche begeistert dabei. Eigentlich haben wir gedacht, dass es ganz selbstverständlich ist, dass wir diesen Krieg gewinnen würden. Und der Einzige, der immer wieder dämpfte, war mein Vater. Der sagte, ihr habt keine Ahnung, ich habe den Krieg mitgemacht, den Ersten Weltkrieg. Und was da auf uns zukommt, wenn das länger dauert als die angekündigten 4 Wochen. Es hieß ja immer nur, das wird Kurzkrieg und in Frankreich geht das ganz schnell. Und naja. Für mich war das war der Kriegsanfang etwas, was ja eigentlich nicht in unserer Schuld war. Hitler wollte ja keinen Krieg, wurde ja immer gesagt, und ich glaubte daran. Vater wurde Luftschutzwart in unserem Haus, und zwar vom Blockwart. Der Blockwart stand eines Tages vor der Tür und sagte, Herr Konietzko, Sie sind ein alter, guter Deutscher und ich mache Sie zum Luftschutzwart. Ihre Aufgabe besteht darin, dass Sie jetzt aufpassen, dass alles ordentlich verläuft, dass Löschmittel vorhanden sind, dass abgestützte Räume vorhanden sind. Was natürlich alles Quatsch war. Denn gegen eine Bombe nützt ein abgestützter Raum, nützt da gar nichts. Und man schwieg also sehr weitgehend dazu oder sprach nur im wirklich engsten Familienkreise. Zunächst mal war ja Verdunkelung. Und also das war schon ein ganz merkwürdig, gerade im Winter beispielsweise, also wenn noch kein, der Schnee war ja teilweise, konnte man sich ja noch ein bisschen daran orientieren, aber ansonsten, es gab ja keine Laterne, kein gar nichts, und die Autos, die wenigen, soweit sie noch nicht requiriert waren, die hatten so kleine Schlitze, und die Menschen, die hatten so kleine Leuchtplaketten, die waren also so groß hier. Hat man so einen Button hier, hätte man heute gesagt, hätte man sich hier
hier so ein Button dran getan, also angesteckt, so eine Leuchtplakette. Grün waren die. Also man konnte die Leute buchstäblich nur an diesen, grünen Dingern erkennen. Und ja, und dann verdunkelt. Und bloß, dass da kein Licht ist. Oh, und da guckt ein Lichtschein, der verdunkelt, verloren. Es war allein die Musik. Jedes Mal im Radio, wenn also ein Bomber, ein Englischer, abgeschossen wurde, dann gab es diese Erfolgsmelodie. Fragen Sie nicht, wie die ging, ich weiß es nicht mehr, aber auf alle Fälle, die heizte richtig ein. Und dann waren wir begeistert, und dass also wieder ein Bomber abgeschossen war. Hier ist der Großdeutsche Rundfunk mit allen deutschen Sendern. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Unsere Ängste haben wir und unsere Sorgen haben wir geteilt mit unseren Kollegen und Freunden, die dasselbe Schicksal hatten. Und wir haben uns daran aufgerichtet, dass wir diese Freundschaften hatten, dass wir uns austauschten und dass wir also jedes Mal wieder sagten, ja, wir sind davon gekommen.